Hast Erstmal. du was Hartes oder? Ja, hart, Bruder. Was? Hartes, richtig hartes, Wallah. Echt? Okay. Ist dir das passiert? Ja, Wallah. Also Okay, ich. ein Kollegen, meine ich, ein Kollegen ist mir das passiert. Einmal. Mit Also mir ist einem das. Kollegen. Nein, mir ist Oder? das. Nein, mir, Bruder. Hier ist das passiert. Ja, mir. Erzähl, Bruder. Meine Bruder, es hat alles angefangen, als ich 18 war. Ne? Kennst du diese Filme mit Fahrschule? Ne? Man geht Fahrschule, ne? Diese Übungsstunden, bla bla bla. Und ich hatte zu der Zeit mit einem Mädchen geschrieben. Das ging so ein Jahr. Dieses On und Off, man schreibt hin und zurück, so, hey, wie geht's und so, bla bla bla. Aber die wollte sie nie treffen. Und man kennt ja diese Erste-Hilfe-Kurs, den kennt ihr ja bei Fahrschule. Ja. Wird dahin geschickt, Bruder. Und ich, Tamam, Bruder, ich gehe dahin. Bruder, ich seh ein Mädchen, denk so, Bruder, ich kenne die doch irgendwo her, ne? Bei Dann. dieser Fahrschule, bei dieser Theorie, bei dieser Erste-Hilfe-Prüfung. Genau, Erste Hilfe, das konntest du auch nicht aussuchen, das wurde ja festgeschrieben, dass du da Genau. hingehen musst. Einen, ich gehe dahin. Ich kenne doch dieses Mädchen, Bruder. Ich gehe nach vorne und muss unterschreiben, neben Namen, dass du das bist, ne? Ich sehe ihren Namen an. Und, Bruder, ich sehe, das ist sie. Lack, Bruder, dann alles gut, so, ne? Die Stunde geht vorbei. Dann ist Pause, Raucherpause. Bruder, die Gelnmessenbahner, die spricht mich an. Die sagt so, hey, bist du nicht der und der? Ich sag so, ja, das bin ich. Pala nächste, Bruder, wir rauchen so zusammen, ne? Sympathie, so, du kennst ja diese Filme. Man versteht, Bruder, wir sind nach wie schreiben, so ein, zwei Wochen. Auf einmal, ich krieg auf Snapchat eine Benachrichtigung. Da schreibt mir ein Typ. Lack, was schreibst du meiner Freundin dir? Ich sag, Oh. was für Freundin? Ja, Falan Filan, Dings ist meine Freundin, bla bla bla, XY ist Ja, meine ja. Freundin. Sandra. Sandra ist meine Freundin, Bruder. Ihr wart schon am Schreiben. Wir waren am Schreiben, aber ich wusste nicht, dass sie der hat zu dem Zeitpunkt einen Freund gehabt. Okay, Okay, ich aber wusste wie findet der Freund dein Snapchat am anderen? Du schreibst das. mit ihr bei Insta. Nein, nein, mit ihr Account, oder was? Na, ja, sie hat ihr Handy kontrolliert. Okay. Okay, aber du schreibst mit ihr bei Insta, ihr Freund antwortet bei Snapchat. Ja, sie hat mein Snapchat ihm gegeben, besser gesagt. Okay. Und danach, ich sag so, nein, stimmt nicht, verdammt. Dann sagt, komm, lass treffen. Ich sag so, Tamam, ne? Dann, ich war mit meinen Jungs so, wir waren sechs Leute und die waren zu dritt so, ne? Und dann, wir gehen so hinter Gasse, ne? Der sagt, schau auf Koran, ne? Dass du nicht wusstest, dass das meine Freundin, dass sie eine Freundin hat. Ich sag so, Walla Billa, ich schau auf alles sogar, ne? Auf einmal, Bruder, da klatscht mir eine, ne? Was? Ja, Aber du wusstest wirklich das nicht, ne? Walla, ich schau, meine Mutter, ich Hat er wusste das nicht. so Faust oder Klatsche, diese osmanische? Klatsch, Bruder, der hat selber war der traurig, Bruder. Also, Okay. der war nicht Sorry, so, also. Digga. Ich musste gerade nur wegen diese Osmanische muss ich nur lachen. Gerade, Bruder, sorry. Alles gut. Das war schon so eine osmanische. Aber ich dachte, Mann, Bruder, weißt du, weil ich dachte, so. Na, ich habe auch meinen Jungs gesagt, ey Jungs, geht nicht drauf, scheiß drauf, Wallah, weil es war unnötig. Also hätte mich zusammengeschlagen, dann wäre was anderes gewesen, weißt du? Nächste, ne, Bruder, geht schon, sag mal. Monate geht schon, ne, ich scheiß auf alles blockieren, die ne? Dann. Aber ich sag dir ganz ehrlich, du hast Ja. nichts gemacht nach dieser Nein, Klatsche. Bruder. Nein, der hat mich sogar entschuldigt, der hat sich sogar bei mir entschuldigt, meinte, ey, Direkt nach sorry. der Klatsche hat er sich entschuldigt? Sondern eine Stunde später, so mäßig. Aber wie war die Reaktion, wo er diese Schelle gegeben hat? Bruder, der war selber am Arsch, das hast du gemerkt, der war. Psychisch nicht Dings, Okay. Bruder. Also, ich weiß ja nicht so. Ich würde auch richtig am Arsch sein, wenn meine Freundin auf Ja, einmal. Mann. Weißt du? Das Dieser Ding war. Backpfeif hier, ihr habt euch einfach, ihr seid aus dem Weg gegangen, so ihr seid Ja, einen, auseinandergegangen, Tamam, jeder ist zu Wallah. seinem Weg gegangen. Einen, so. Okay. Ne? Das Ding war auch, sie hatte mich umarmt an dieser Fahrschule, an dem Tag, Okay. erst. Und sie hat dann erzählt, dass ich sie umarmt hätte. Ah, Fitnermäßig. Tamam, Ja, okay. Ja, so ja. mäßig. Auf einmal, Bruder, Monate vergehen und es kommt einfach dazu, dass sie wieder schreiben. Ne? Aber du weißt doch, Bruder, sie ist Dings. Warum Ja, schreibst du noch mit ihr? die sind getrennt, die sind getrennt gewesen Ach danach. so, okay. Wo weißt du das, dass sie getrennt sind? Hat Hat sie sie mir dir gesagt? geschrieben? Hat sie dir als erstes geschrieben? Ja, sie hat mir erst geschrieben. Okay. Nee, ist ja ne, Bruder, sag mal, geht schon. Auf jeden Fall, frag nicht wie, Bruder. Bis Genstick hat er habt ihr wir sind zusammengekommen. Ne? Was? Ja, Bruder, sorg mal ich denn. Wie alt warst du Ich da? war 19. Okay. Wusste sie, dass du mit Ex getroffen hast und so? Ja. Sie wusste über alles Bescheid. Jan, Und dann schreibt sie dir aus dem Nichts, ich bin nicht mehr mit ihm zusammen. ja, nicht so mäßig. Und du warst so verliebt, dass du dir dachtest, tamam. Ja, Tamam. das wird doch schlimmer, Bruder, das erste Anfang. Okay, rede, rede, rede. Wir kommen zusammen, hä? Alles gut so. Bruder, wenn er checkt, gib mir, Bruder, ich mach alles, Bruder. Ich hab dir so einen Diamantenring gekauft, über 500 Euro. Was? Ich hab der Tommy Hilfiger Tasche geholt. Ich war mit der Moviepark. Ich hab wie ein Hund, Bruder. Guck mal, die arbeitet irgendwo mit Kunden. Ich will jetzt nicht die Stelle sagen, dann Ja, am Ende. sowieso nix, wir liegen nix.
Ja, wir liegen nichts und Bruder, die hatte eine halbe Stunde Pause und das war so 5 Kilometer entfernt. Ich bin manchmal zu ihr gefahren, zu ihrer Pause, hab ihr Essen geholt, mir selber nichts, Bruder. Boah, Junge, Alter, richtig arschig Boy, Bruder. Damit sie was isst, habt ihr sogar manchmal abends zu Hause einfach Kippen gebracht, damit die Kippen rauchen. Junge, Bruder, lass uns zusammen heiraten, Bruder. Bitte, Alter. Walla, bester Mann, Digga. Ich brauch auch so einen Menschen. Walla, Digga, lass heiraten, Bruder. Ich küsse deine Augen. Ich hab zum Beispiel ihr Rosen gekauft für 200 Euro, so alles. Was? Gesagt. 200 Euro Rosen? Ah, hast du das nicht gegeben? Wie viel kostet eine Rose? Bruder, ich bin Student, ne? Also nebenbei habe ich gearbeitet, so, und ich arbeite nicht, weißt du? So, ich habe alles gemacht, was ich im Minus gegangen, alles scheiß drauf. Boah, Bruder, alter Schwede, Bruder. Merkt man das nicht, wenn man verliebt ist? Nein, wenn man richtig ist, nein, Bruder. Das du hast das Problem, alles mit Stolz gekauft, ne? Alles so, du warst richtig glücklich, du hast nicht mal ein bisschen an Geld gedacht, ne? Nein, Walla, nein, ich dachte, egal, ich gehe bankrott. Ich habe ihr alles gegeben, was ich machen konnte. Und das Ding war, Bruder, nach einer Zeit, so die ersten Monate war alles, du kennst ja, ist alles perfekt, ne? Dann habe ich bemerkt, Bruder, in was für ein Loch ich bin, Bruder. Sie hat, guck mal, weißt du, was sie gemacht hat? Boah, sie hat mich manchmal so, deswegen, wir haben immer geschrieben. So kennst du ja die Filme. Deswegen, ich hatte keinen Instagram mehr. Ich hatte kein Snapchat mehr. Ich hatte auch nichts mit meinen Jungs unternommen. Ich war nicht mehr nachts draußen. Gar, also dieses so, kommt jetzt, ich bin verheiratet. Ja, ja, ja. So mäßig. Wir haben jeden Tag stundenlang gefacetimed, verlangen, uns getroffen jeden Tag. Und Bruder, immer Rechnung, alles ging auf meinen Nacken. Und ich verdiene nicht, Bruder, ich verdiene nicht Millionen, weißt du? Immer habe ich hier, immer Döner da, Pizza da, Burger King da, Benebili, ich verstehe. Meine Seele verkauft, so mäßig. Ja, ja. Und Bruder, dann, Bruder, die hatte, wir hatten kein Instagram mehr, ne? Aber jetzt, beide. Ja, ja. Und sie hatte auch mal, also wir hatten Accounts, so, da waren doch fast keiner drauf, aber sie hat auch meine Zugangsdaten, alles. Wir hatten gegenseitig Zugangsdaten. Weil ich würde das heutzutage nicht machen, das war dumm. So Zugangsdaten geben, das war das. Aber ich habe das für sie gemacht, weil sie wollte, weißt du? Und dann, Bruder, ich guck, ihr Ex will ihr folgen auf Instagram. Die schreibt ihr Text so, ey, Falan, Filan, du bist schon am Bundan, bist du zusammen, Filan, Filan. Ich sag ihr, ey, XY, Sandra, ne? Stimmt das, was soll das, ne? Nersio, Sandra, ne? Ja, warum, Dings da? Und diese Ausreden halt, dann kam diese Ausreden. Ja, ist doch egal, nicht schlimm, Falan, Filan. Dann, Bruder, ich bin eines Tages, ich habe ihr Handy genommen. Die waren unterwegs, sie war irgendwie irgendwo hingegangen. Ich habe ihr Handy genommen, ich habe ihr Zugangsdaten, Passwort, alles, ne? PIN. Ich guck, Bruder, die hat den auf Instagram gesucht. Suchleiste war ihr sein Name von dem Typen. Yeah. Und Snapchat auch, Bruder, die hat einen Account gehabt, zusammen einen Fake-Account gehabt, einen alten, mit dem zusammen, also einen Partner-Account. Und die hatte da Memories, also so Stories noch von dem drinne. Und sie hat sich die angeguckt. Verstehst du? Ja. Yeah. Eine, sie hat, während wir zusammen waren, noch mit ihrem Ex Bilder angeguckt von, sie, yeah, von ihrem Ex zusammen. Und ja, Bruder, dann ging's los, Bruder. Die hat mich ignoriert. Sie hat den Ex gestalkt, Benebilim. Sie hat mir nicht geantwortet. Bruder, das Ding war, ich habe sogar ihre Mutter persönlich kennengelernt. Wir sind Türken, ihr wisst. Ja, ne, so, meine Eltern sind eigentlich auch streng. Ja, spätestens bei Mutter ist, man ist verlobt. So, weißt du, was ich meine? Dann ist so... Ja, ne, das Ding war, meine Eltern sind Hajis, weißt du? Also eigentlich streng so. Ja. Yeah. Und meiner Mutter das gesagt, so, an der Schule, ne, ich will, also, ich hab eine Freundin... War es richtig glücklich, so, endlich die perfekte, dies, das. Aber die hat schon von Anfang an gesagt, ich gebe da keine Zustimmung, wenn ihm Hayrim Jok. Ja, Digga, guck mal, wie krass. Hat sie gesagt, Bruder? Digga, guck mal, wie krass. Hat meine Mutter gesagt. Ach so, die Mutter, wow. Meine Mutter. Nicht ihre, okay. Ihre Mutter hat mich geliebt, aber meine Mutter war da komplett dagegen. Weil die hat gesagt, ich sehe da keine Zukunft in dieses Mädchen. Am Endeffekt hat sie auch recht gehabt. Nee, ist ne, Bruder? Und Bruder, eines und nach einer Zeit, Bruder, zum Beispiel, ich habe die in der Pause abgeholt manchmal, ne? Und wir hatten so abgemacht, okay, die arbeitet viel mit Kunden, männliche auch. Und die wird immer dann, sie hat mir jeden Tag erzählt, wie die angebaggert wird. Und dann haben wir gesagt, Tamam, zum Beispiel zieh kein Dekolleté an, also kein Ausschnitt. Ne? Yeah. Und dann wurde gesagt, Tamam, morgen, ich zieh keinen Ausschnitt an, ich geh dir abholen, was ist, Ausschnitt an. Ich sag so, ja, was soll das, ja, bla bla. Und das ging tagelang, Bruder. Und nach 9 Monaten, nachdem ich das alles durchgemacht, ihr 1000 Mal Chance gegeben habe, habe ich gesagt, ich kann das nicht mehr, obwohl ich eigentlich am Anfang noch diese Beziehung, also sie wollte, verstehst du? Bruder, soll ich dir was sagen? Ey, es gibt Menschen, wenn du denen zeigst, dass du eifersüchtig bist, ne? Dann f***en die Mutter davon. Walla, die f***en so Mutter davon, ne? Sag unseren Lieblingsspruch, mein Bruder. Wie unser Lieblingsspruch? Mann, unser Lieblingsspruch, sag ihn doch. Was ist unser Lieblingsspruch?
Ach, Bruder, Mann, unser Lieblingsspruch, Bruder, was du immer sagst, ja. Es. Ach so. Mann, ja, aber das passt doch nicht so hier rein, Digga. Natürlich, Bruder, das passt todes gerade. Warum passt das rein, Bruder? Das passt doch nicht hier rein. Doch, Bruder, Walla, das passt. Nein, das passt nicht rein. Komm, sag, rede. Ja, sevilirsin, Digga. Nein, aber schön, Bruder. Eifersucht finde ich jetzt nicht, hat nichts mit F, sevilsin zu tun, weil ich rede davon, dass wenn er zeigt, oder nicht mal zeigt, wenn er das sagt, ja, Kundenkontakt ist, dass sie, Bruder, das triggert die, das reizt den Teufel an, Bruder, dich noch mehr ein bisschen eifersüchtig zu machen. Weißt du, was ich meine? Weil, Bruder, das ist, Eifersucht ist etwas, wenn jemand eifersüchtig auf dich bist, dann empfindet er so Geilnis. Weißt du, was ich meine? Die geilen sich drauf auf, Bruder. So, guck mal, der ist eifersüchtig auf mich. Wenn ich das mache, so, er dreht durch, spielt, so, weißt du, was ich meine? Spielt mit dir so. Das Ding ist, das geht noch weiter. Danach, wir sind halt, ne, nach nochmal, wir haben uns getrennt, so, ne, dachte, also ich habe mich getrennt. Das war für mich schon eine Hürde, weil ja, ich soll sie, sorry, wenn ich dich unterbreche, soll sie ja sagen, nee, ich ziehe mich trotzdem an, wie ich will. Aber dieses Sagen, ja, okay, dann verdecke ich für dich meinen Ausschnitt und dann extra noch Ausschnitt zeigen, so, weißt du, was ich meine? Sie hat ja das Recht zu sagen, nee, aber warum dieses Heuchlerische? Warum lügt sie dich an, so, weißt du, was ich meine? Sie weiß doch, sie wird abgeholt. Weil sie diese Aufmerksamkeit braucht, damit du es nochmal ansprichst und nochmal ihr beweist, dass du eifersüchtig bist und durchdrehst und so. Weißt du, was ich meine? Ja, das weiß ich. Also, wird auch selber. Manchmal, die hat mir da morgens ein Bild geschickt, wie sie geht zur Arbeit. Und ich habe sie abgeholt, hat die ganz andere Outfit oder so. Nein! Doch. Die meinte dann, ja, meine Mutter meinte, das passt nicht und bla bla bla. Jo! Jo! Oh, Bruder, wie lange hast du das durchgezogen? 9 Monate. Neun Monate lang. Ja. Und danach, wir haben uns getrennt und dann, Bruder, sie konnten nicht hinweg rüberkommen, ne, weil die habe ich angerufen, geschrieben, keine Ahnung, alles gemacht und dann, tamam, dachte ich, okay, weißt du, komm, ich komme mit dir wieder zusammen, ne, aber ich bin komplett anders, ich bin nicht eifersüchtig, ich bin richtig kalt, so, ich bin so Gegenteil eigentlich von davor, was ich war und Bruder, und die war dann auf einmal ganz anders drauf, so. Also du warst dann auf einmal der Fuckboy sozusagen? Ja, nicht nee, Fuckboy, so aber so der Kalte, so mäßig so. Ja, nee, ja. Es hat sich komplett umgedreht mäßig. Ja, nee. Und dann am Ende, was passiert? Sie konnte das nicht mehr, hat sie Schluss gemacht, ne? Aber sie hat sich dann trotzdem mal wieder gemeldet, aber ja, oder was soll ich sagen? Der Haja Böhle. Jagd wie deine Maus. Ja, so. Ja, Bruder. Ja. Ja, so, ja. Wie lange ist das her? Also, dass sie sich noch gemeldet hat, noch vor 1-2 Monaten, aber wir waren zusammen bis Anfang des Jahres. Ach so, okay, ist noch frisch. Januar, ja, ne. Oh. Ja, nicht so mäßig. Ah, willst du noch was von ihr? Nein, Bruder, das wird nichts. Bruder, das klappt nicht, weil das also, Bruder, das Ding war, ich bin eigentlich gar nicht eifersüchtig, aber wenn du zum Beispiel mich extra reizt. Ja, Mann, das ist Kindergarten, ja, dieses, ist Reizen, ja, dieses Reizen. Dieses Reizen, provozieren. Genau, dann wäre ich automatisch eifersüchtig. Bruder, das hat dann nichts mehr mit Eifersucht zu tun, sondern das ist so, das Schackmögelchen am Unerin. Weißt du, was ich meine? Ja, nee, weil ich habe ja alles gemacht für sie, Bruder. Weißt du, ich habe ja investiert, Zeit, Geld, Liebe, weißt du, und danach, du brauchst nichts anderes. Also ich habe, da fehlte nichts für sie. Ich war ihr Freund, ich war ihr Vater, ich war ihr Kind, weißt du, ich war ihr bester Freund. So, ich habe alles gemacht. Ja, aber, yeah. Ja, Bruder. Und ja, Bruder, ich hoffe, du hast daraus gelernt, ja. Ja, Bruder, ich bin. Ja, daraus gelernt mäßig, sogar, Bruder, wenn du die richtige findest. Ne? Ja. Ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, was das Schlaue wäre, aber ich würde meine Eifersucht nicht anmerken lassen. Also nicht so stark offensichtlich sagen, ey, so, weißt du, was ich meine? Weil ich glaube, das ist eine Krankheit, dass man, das triggert einen extra zu machen, wenn man ja, offensichtlich zugibt, so Dings, so, weißt du? Ja, unsere türkischen, also nicht falsch verstehen, aber leider unsere türkischen Mädchen lieben diese Eifersucht, dieses Dings. Oder die lieben, wertgeschätzt zu werden. Ja. Und ja. Eifersucht ist sowas wie wertschätzen, weil wenn du eifersüchtig, du bist nur auf etwas eifersüchtig, was du liebst und wofür du krank bist, weißt du, was ich meine? Ja, natürlich, Bruder. Also, ja. Oder jeder von uns ist doch eifersüchtig, Digga. Jeder Mensch ist doch eifersüchtig. Klar. Das ist normal, Bruder. Wenn du ein Mädchen liebst, Bruder, ja, das ist so, Bruder, das gehört dazu. Es ist auch andersrum so. Wenn sie dich liebt, Bruder, dann ist sie auch automatisch eifersüchtig. Ja, und das geht bei unseren Frauen dann richtig ab, Alter, ne? Bruder, was ich für Storys gehört habe, Digga. Türkinnen sollen auch sehr krank sein, Digga.
Ding ist, die fährt bis heute noch manchmal an meiner Haustür vorbei. Ich weiß, also sehe das, ich habe Kamera, weißt du? Die kommt, also. Sende aus Dietzlam in der Röhm. Warum? Aber was ist das, Digga? Kamera, beobachtest du, ob sie vorbeifährt oder was? Nein, Bruder, ich sehe, das sieht man, also das weiß man, das sieht man, Bruder, ich auch am Fenster, dann sieht man das. Du weißt, wer vorbeifährt. Hast du immer gleiche Uhrzeit an der Haustür vorbei? Ja, Bruder. Siehst du an der Kamera nur ihr Auto oder siehst du auch ihr Gesicht? Ja, weil wenn du ihr Gesicht sehen würdest, dann würdest du auch sehen, ob die manchmal so auf das Haus anguckt. So, weißt du, was ich meine? Ja, verstehe ich. Ja, oder? Das, die kam dann vor einem Monat noch, hat sie dann zwei Monate mich angerufen und meinte, ey, schöne Bölle, lass uns mal treffen und reden. Ich sag, ey, ruf mich nicht an, was willst du von mir? Es ist vorbei. Eine, weil eine, es wird nicht klappen. Es, da wird die, ich hab dir so oft schon eine Chance, was willst du von meinen Eiern, so, weißt du? Was soll ich noch machen? Siehst du gut aus? Bruder, ich bin 1,90 groß. Grüne Augen. Wenn du dich beschreiben würdest von 1 bis 10. Alhamdulillah. Nein, sag mal ehrlich, sei es nicht arrogant. 8? Oder sei überzeugt acht von ist, dir. 8 ist Maus. Nein, sag mal ehrlich, 1 von 10, sag mal ehrlich, wie siehst du aus? 9 von 10. Nein, Bruder, laber keinen Scheiß, Alter. Tschüss, Junge. Junge, du übertoppst gerade Maus, Abi, ne? Oder 1 von 10. Oder nein. Gizem, was sagst du dazu? Gizem, ne diyorsun? Gizem, ne diyorsun? Sattın mı kocanın lan? Ja, Bruder, aber Aussehen, guck mal, das Ding ist, Bruder, Aussehen ist zwar wichtig bei einer Frau, oh, aber jeder guckt auf das Aussehen, das finde ich auch. Ich guck, jeder von uns hat geguckt, das stimmt auch, aber wenn es zum Beispiel eine Perle, eine 7 von 10 ist, sogar eine 6 von 10, aber ihr Charakter, eine 10 von 10, Bruder, die ist automatisch eine 12 von 10. Aber wenn sie eine 10 wie sah sie aus optisch? Bruder, sie sah gut aus, das war schon, als wir uns so 9 von 10. Auch 9 von 10? Ja, die sah schon gut aus, Bruder, muss ich sagen. Aber nach einer Zeit, Bruder, so, ihr Charakter hat sich das immer, ihr Charakter hat immer gewechselt irgendwie, weißt du? Manchmal war die so. Meinst du, gut aussehende Frauen haben immer einen schlechten Charakter? Nein, das kann man nicht allgemeinern, aber. Oder gut aussehende Männer haben immer einen schlechten Charakter? Ich sag mal so, dadurch, dass sie gut aussehen, werden halt, vielleicht mal, wenn ein Junge gut aussieht, schreiben automatisch ja auch viele Mädchen an und dadurch, heute in der Gesellschaft, nutzen das aus, machen viele falschen Fehler. Das meint mein Bruder, dann wächst dein Ego, Digga. Genau, und dementsprechend machst du dann halt Fehler und dann wirst du halt ein schlechterer Mensch, ja, ne? Ich will kein schlecht reden, aber das verleitet einfach dazu, dass man dann, wenn man zu viele Mädchen hat, dann posieren kann, weißt du? Weil wenn sie eine 10 von 10 ist, aber ich gerade eine 5 von 10, dann ist sie eine 0 von 10. Was bringt mir das Stark. An? Wenn ich sie heirate und 5 Jahre alt bin, was bleibt von dieser 10 von 10 Schönheit übrig? Nicht stark. Löwe, Digga. Wie groß bist du noch, Rede, wenn du 90 Jahre alt bist? Ja? Da bringen dir deine 21 auch nichts mehr. Ja, ne, da stark, ich verstehst du, Bruder, verstehst. Ja, ne, Nee, die richtige Liebe ist nicht vergänglich, mein Bruder. Nein, Wallah ist nicht. Ist nicht vergänglich, die echte Liebe da draußen. Willst du noch etwas an die Welt sagen? Möchtest du was loswerden? Servus, sind Sie gelissen. Stark. Was hat er gesagt? Wallah, ich hab's nicht gehört. Stark. Merz, Abi, sag einmal, komm bitte. Bitte noch einmal. Servus, sind Sie gelissen, Digga. Eine. Stark, Digga, ich hab alles kapiert, Digga, aber es klang episch. Inti, Anik Inti heißt das. Tamam, Efe, mein Schatz. Guck, was hab ich euch gesagt? Efe, çok uslu bir isim, çok nazik bir isim, Digga. Hadi, Allah'a emanet ol. Siz de.